Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal und heute geht es um dieses leckere Zitroneneis, inspiriert aus dem Film Die Monster AG von Disney. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, bleibt gerne dabei und bis später. Das Eis geht wirklich sehr einfach und schnell. Zuerst nehme ich meine Zitronen und die schneide ich einmal in der Hälfte durch und dann presse ich auch schon den Saft raus, sodass ich am Ende ungefähr 240 ml Zitronensaft habe. Passt aber auf, dass keine Stückchen oder Kerne mitkommen. Am besten einfach nochmal den ganzen Saft durch ein Sieb einfach laufen lassen, sodass die dann rausgefiltert werden können. Nachdem ich die ganzen Zitronen ausgepresst habe, kann ich auch schon weitermachen. Dafür nehme ich einfach einen Topf und gebe dort 60 ml Wasser rein. Dazu kommen dann noch 2 Esslöffel Honig oder ich nehme dafür Agavensirup. Dann kommt dann noch 395 Gramm Zucker hinzu, einfach normaler weißer Zucker. Und dann noch meinen Zitronensaft, dafür wie gesagt ungefähr 240 ml. Und das gebe ich alles zusammen in den Topf, rühre das um und lasse das dann auf mittlerer Hitze aufkochen. Sobald die Flüssigkeit aufkocht, man merkt auch schon, dass es ein schöner Sirup geworden ist, kann ich das vom Herd nehmen und dann in meine Farbe einfärben. Ich nehme dafür einfach gelbe Lebensmittelfarbe, gebe die da rein und rühre dann alles gut miteinander um. Den fertigen Zuckersirup habe ich jetzt abkühlen lassen und fülle den jetzt in meine Tube hier um. So, ein letzter Schritt jetzt noch, bevor ich das Eis gleich zusammenstellen kann, ist, dass ich die Eiswürfel nehme und hier in meine Küchenmaschine gebe und dann zerkleinere. Ihr könnt dafür eine Küchenmaschine nehmen, einen Mixer oder auch eine spezielle Snowcone-Maschine. Das ist euch überlassen. Ich kann das Eis jetzt zusammenstellen. Dafür nehme ich einfach das gecrushte Eis mit meinem Eisportionierer und gebe etwas davon hier in meine Form rein. Dann nehme ich den Zitronenzuckersirup und gebe den oben drauf. Nehmt davon ruhig etwas mehr, weil das Eis jetzt nämlich am Anfang einzieht und das sickert alles etwas nach unten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen und natürlich auch beim Verspeisen. Esst nicht zu viel davon, sonst kriegt ihr noch Hirnfrost. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal und macht auch die Glocke an. Und wie immer gerne bis zum nächsten Mal.